Hallo, ich bin Carsten von Sippenrade. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Schaut mal, was ich gerade gefunden habe. Ja, hallo nochmal. Also ich bin heute mal wieder ins Münsterland gefahren. Und zwar nach Lüdinghausen. Genau genommen nach Seppenrade. Ja, und da es heute gar nicht ganz so sonnig sein soll, habe ich mir gedacht, ja gut, dann kannst du ja mal wieder eine Wanderung übers offene Feld durch die Flur machen. Und so habe ich mir dann hier die kleine Strecke durch die Seppenrader Schweiz, so heißt die Gegend hier, ausgesucht. Wobei ich denke mal, Schweiz ist bei den kleinen Hügelchen dann auch übertrieben. Ja, ich bin schon einige Zeit unterwegs. Das erste Stück, es geht halt in Seppenrade am Rosengarten los. Ich habe gedacht, den Rosengarten schaue ich mir zum Schluss an. Ja, und dann geht es erstmal das erste Stück durch den Ort. Aber dass es anfangs durch den Ort geht, ist gar nicht ganz so schlimm, weil Seppenrade ist ein schönes Dorf mit alten Fachwerkhäusern, einer alten Kirche. Ist eigentlich ganz nett anzuschauen. Und hier am Wegesrand stehen überall schöne Apfelbäume, wobei das hier, denke ich mal, Mostäpfel sind. Ist wirklich von der Landschaft her sehr schön. Nur leider läuft man natürlich zwischen den Feldern hier auf diesem Rasen. Thank you.
Ja, so schön wie die kleine Erfrischung an der Pumpe war, trinken würde ich das Wasser jetzt nicht, weil hier ringsrum wird kräftig Landwirtschaft betrieben, überall Felder hier mit Mais, so dass ich mal davon ausgehe, dass hier auch ordentlich gedüngt wird und irgendwie gelangt das Zeug definitiv auch ins Grundwasser. Auch eine witzige Allee. Auf der einen Seite alles Weiden und auf der anderen Seite alles Eichen. Jetzt wollte ich mich gerade nach einem schönen Plätzchen für eine Pause umschauen. Habe ich gerade auf dem Navi festgestellt, dass ich schon fast wieder zurück bin. Von daher denke ich mal, fällt heute die Pause aus. Ja, am Auto bin ich jetzt wieder zurück. Ich lasse mal meinen Rucksack hier und dann gehen wir mal in den Rosengarten. Ja, ich muss sagen, ich bin vom Rosengarten positiv überrascht. Also ihr glaubt gar nicht, wie das hier duftet. Und also es ist wirklich nicht einfach nur ein paar Rosen hingestellt, sondern das sind schon, möchte mal sagen, ganz tolle Exemplare, die hier stehen. Ja, ich bin dann jetzt durch den Rosengarten durch und gehe dann jetzt langsam zum Parkplatz zurück. Also mir hat der heutige Tag gefallen. War eine kurze Wandertour, eine einfache Tour. Und dann jetzt hier hinterher mit dem Highlight, dem Rosengarten. Da war ich dann doch sehr überrascht, wie schön das hier ist. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal.